So, ich bin wieder da. Aber. Nein, ich beende nicht den Stream, keine Angst. Ich spiele weiter. Aber ich hole mir jetzt leckeren Kuchen. Wenn ich Bock habe. Ich hoffe mal nicht, dass ich zu laut bin am Futtern. Du bereitest dir Nudeln mit dem Reiskocher vor. Was, du hast einen Reiskocher? Lass mir was voraus. Wollte ich mir schon immer mal einen holen, weil ich am liebsten Reis esse. Aber hab's dann doch irgendwie nicht geholt. Obwohl ich hier japanische Supermärkte hätte, wo man den relativ günstig und auch ziemlich gute kaufen könnte. Und so viel Reis wie ich Butter, lohnt sich das sogar noch. Vor allem kann man ja auch wunderbar noch danach benutzen. Ach. So, die Sonne versucht so langsam hier wieder in mein Zimmer reinzugehen. Heizt sich immer schön der Raum auf. Habe ich keinen Bock drauf. So, ich hoffe, man hört es jetzt nicht zu stark, wenn ich nebenbei so ein bisschen. Ah, sorry, ja. Ich weiß nicht, wie laut ich spreche, wenn ich ein bisschen weiter entfernt bin vom Mikrofon. Nee, ich hatte nur irgendwas vom mit Reiskocher gesagt, dass ich mir auch einen eigentlich holen sollte. Und dann wollte ich jetzt gerade eigentlich sagen, ich hoffe, es stört jetzt nicht, wenn ich. So ein bisschen Kuchenfutter. Ich versuche auch so leise wie möglich zu essen. Aber ich weiß nicht, wie gut das Mikrofon das aufnimmt. Meine schon. Aber ich frage mich nur, wie man Nudeln mit einem Reiskocher macht. Verkaufe ich nicht. Also fertig macht man nicht. Ob du zahlst oder nicht. Wo steckt dein Herr? Etienne schickt mich. Er hat einen eigenen Träger. Muss ja gut laufen bei ihm. Also gut, beeil dich, bevor die Wachen was merken. Ja, für die Live-Zuschauer stimmt das, aber für YouTube meine ich. Ich habe jetzt nur vorgewarnt. Na, ich versuche so leise wie möglich zu futtern. Kuchen ist ja Gott sei Dank. Kuchen ist ja relativ leicht, da muss man nicht viel kauen. Leckerer Schokoladenkuchen. Beste, ey. Nee, ich wollte jetzt gerade eigentlich sagen, hier steht ja als Info, das seltsam melodische Klimpern, das bei jedem Schütteln dieses Päckchen erklingt, sollte man am besten ignorieren. Ja, was kann das wohl sein? Ne? Fängt mit G an und endet mit Gil. Von den Schultern. Und das ist für Etienne. All das für Schnaps? Nicht so ein Fusel. Vom Allerfeinsten, sorgfältig destilliert für meine besten Kunden. Finden die Wachen den, bist du ihn sofort los. Versteck ihn gut, hörst du? Wenn er Etienne schmeckt, sag ihm, dass er mehr bekommen kann. Nicht umsonst, natürlich. Ja, natürlich. Schnaps. Ich habe auch schon mal Schnaps. Oder Kräuterlikör und so weiter genommen. Getrunken. Überhaupt nicht meins.
Also mein Magen verträgt sowas null. Ich mache keine Geschäfte mit Trägern. Nun, das ist äußerst interessant, dass man nur Wasser reintun muss in einem Reiskocher. Und wenn das kocht, kannst du Wasser reintun. Ich kenne dich Nudeln. Nicht. Wo steckt der Guck, Händler? Die Hitze fängt schon an. Irgendwo, wo ihn die Torwachen nicht wegen seiner Geschäfte behelligen. Schön. Gib mir die Ware und verschwinde. Das ist leichter als sonst. Träger, wenn ich rausfinde, dass du mich betrügst. Ich nehme es gern zurück. Das tust du sicher nicht. Dein Herr sollte dir die freche Zunge abschneiden. Wenn du jemand anderem dienen würdest, wärst du längst in Ketten. Hier. Nimm das und geh mir aus den Augen. Genau, ich wäre in Ketten. Aber bevor das passiert, ist dein Kopf schon mal komplett ab. Zigarren sind mehr wert als dein Leben. Sei vorsichtig. Ah. Hast du ein Glück, dass die Viereck-Taste nicht funktioniert? Und dass man es nicht schwingen kann. Ich würde ihn komplett durchschwingen, ey. Hier gibt's nichts für deine Sorte, Träger. Verschwinde! Meine Fresse, ey. Ich habe eine Lieferung von Etienne. Frisch vom Teller des Hausherrn. Warum sagst du das nicht gleich? Die Zeiten sind hart. Dieses Päckchen wird das ändern. Zumindest eine Weile. Entschuldige die Begrüßung. Nichts Persönliches. Warte kurz hier. Okay. Hier. Kannst Etienne sagen, ich stehe zu meinem Wort. Parfum. Oriflams Bestes. Wie versprochen. Okay, Parfüm. Parfum, Zigarren und Schnaps. Da ist jemand anspruchsvoll. Die Frage ist... Wofür bekommt man diesen Luxus? Es gibt wohl nur einen Weg, das rauszufinden. Keiner passiert das Tor, solange nicht... Das war's für heute. Ein paar Bierchen und dann... Ja, ein paar Bierchen und dann ab in den Schleier. Es heißt, dass die Legionen sich wieder bereiten. Was macht einer von denen? Du bist zurück. Und nicht mit leeren Händen. Entzückend. Madame wird zufrieden sein. Also gut. 35 Euro für einen Reiskocher. Das ist gut. Wäre sie auch zufrieden, wenn sie wüsste, was du dafür eingetauscht hast? Du meinst die Kristalle? Ah. Sprich es ruhig laut aus. Warum hast du es mir nicht gesagt? Einem ehrlichen Menschen sind Lügen wie Fesseln an den Fußgelenken. Ist doch kein Geld gewesen. Ich kann nicht riskieren, dass du vor den Wachen ins Stolpern kommst. Schließlich sind Kristalle. Kennen wir beide die Strafe, die auf den Handel mit Kristallen steht. Und sollten sie auch noch so winzig sein. Du hast nicht gewusst, was für dich auf dem Spiel stand. Und vermutlich ist... Ah, cool. Ja, das ist echt gut, gute Größe. Doch trotz dieses erheblichen Risikos geben unsere Freunde gerne ihre... Hast du wahrscheinlich voll viele Nudeln da noch reingepackt dann, ne? Ein paar mickrige Stückchen zu ergattern. Ich wusste nicht, dass Kristalle hier so... Was machst du denn da? Einfach nur Tomatensauce drauf, oder? Chocobo-Zähne. Daher gibt es selbst für die kleinsten Splitter einen florierenden Markt. Chocobos haben Zähne? Findest du es nie, dass die Bedürftigen auszunutzen? Ich glaube, du tust, was du glaubst, tun zu müssen. In der Tat. Und ich denke, Madame sieht das genauso. Ja, okay. Für deine gute Arbeit. Mehr aus als... Ich habe die Ware, die ich beschaffen soll, als es ist. Und die Wachen sind ahnungslos. Ich danke dir. Auch unsere gemeinsame Bekannte wird dir danken, wenn sie davon erfährt. Okay.
So. Können wir wieder Hauptaufträge wieder weitermachen. Aber ich werde es immer so weiter so vorgehen, dass sobald ich irgendein grünen Ausrufezeichen mache, den immer als erstes vorziehe. Seit der Bellenushöhe ist kein Mond vergangen. Abgehört, du hast dann wieder marschieren. Ich suche einen Mann mit einer Narbe überm Auge. Zum Vögeln oder was? Sieht das hier aus? Alter. Träger? Verpiss dich! Still, du Esel! Siehst du nicht zum Vögeln, Alter! Ein Wort von dem reicht und der Schleier ist für uns gestorben. Oh ja. Es gibt nur einen Soldaten mit so einer Narbe bei uns. Sein Name ist Yannick. Ich habe ihn aber eine Weile nicht gesehen. Ja, er meinte, er will nach Moor. Er ist vor ein paar Tagen aufgebrochen. Er wollte dort wohl einen Händler treffen. Madame dankt euch. Moor ist das letzte Dorf vor Oriflam. Ich sag besser Isabel Bescheid. Der Depp war doch fast jede Nacht da. Was für Gewürze nimmst du da so? Clive, hast du gute Nachrichten für mich? Das bleibt abzuwarten. Geh davon aus, nein. Ich glaube, die ist tot. Na, vielleicht. Aber wenn die sagen, er ist unheimlich, dann wird es wahrscheinlich kein Happy End sein. Hätte nur ein Bad End. Das doch gesagt. Dieser Yannick. Die Soldaten meinten, dass er in Moor sein könnte. Angeblich wollte er dorthin, um einen Händler zu treffen. Fragt sich, warum er nicht zurückgekommen ist. Und deshalb willst du vermutlich nach Moor, um das herauszufinden. Soll ich das etwa nicht? Doch, natürlich. Ich sorge mich allerdings, was dich dort erwarten könnte. Die Menschen in Moor sind recht engstirnig. Auf Träger sind sie nicht gut zu sprechen. Solltest du ihnen auffallen, werden sie dich ohne Zögern ausliefern. Doch mir ist dort jemand einen Gefallen schuldig. Mehr als nur einen. Sein Name ist Bertrand. Er arbeitet bei den Ställen. Sag ihm, ich schicke dich. Gut, ich komme so schnell wie möglich zurück. Ui, du benutzt aber viele Würze. Interessant. Basilikum, Oregano, Sellerie. Ja gut, Salz und Pfeffer benutze ich auch gerne. Pfeffer ist nämlich sehr gut. Pfeffer ist extrem gesund sogar. Benutze ich auch für viele Gerichte sogar. Teilweise sogar für Knäckebrot mit Kräuterquark und ja, Gemüse, Tomaten, Gurken. Ohne Witz, da ist Pfeffer echt extrem gut dazu. Und schmeckt, weil es so diese gewisse Süße dann, Süße sag ich schon, diese Schärfe noch mit reinbringt. Okay. Ja. Ich sollte vielleicht mal die andere Richtung gucken, dann passt das. Joha, Sahne auch noch. Mach noch weiter und ich komme zu dir zu Besuch, weil ich Hunger kriege. Und das, obwohl ich gerade Kuchen esse. Wie geht's? Dieser Markt ist ein regelrechter. Oh nö, da sind schon wieder Chocobos. Oh nö, da sind so viele Chocobos. Gut, die kann ich töten. Darf ich töten? Nee, der ist ein Gegner. Leider. Ich kann ihn nur töten. Siehst du? Er wird nur als Feind angezeigt. Und sorry, das mache ich nicht.
Und das, obwohl ich gerne gegen Gegner kämpfen möchte. Aber ich möchte keine Chocobos killen. So, warte mal. Na komm, den nehme ich mal. Oh, schade, sieht so geil aus, die Technik. Ich sag ja, die Angriffsmoves von Garuda finde ich einfach teils viel geiler als von Ifrit. Ja, aber ich kann. Ne, die werden hier trotzdem als Feinde angesehen, ey. Zurück in eure Zwinger. Ich brauche euch noch für die Ernte morgen. Oh Mann, ey. Die Leute vom Kaiserreich sind richtige Bastarde, ey. Überhaupt kein Freund von sowas, ey. Oh, eine Nebenquest wieder. Genug getrödelt, ihr beiden. Noch mehr Nebenquests. Hoch mit euch, ihr Schmarotzer. Die Arbeit erledigt sich nicht. Hey, Träger, hier, endlich. Du bist spät. Wofür? Ja, die ist auch gesagt. Haben sie es dir nicht gesagt? Eine wilde Bestie will meinen Jungen fressen. Los, steh hier nicht rum und gaff blöd. Rette ihn! Klar. Na gut, wo ist er? Oh, zur Abwechslung ein Träger mit Mumm in den Knochen. Wie interessant. Er ist da drüben, an der Küste. Los! Geh und töte die Bestie. Ja, sorry, einer hat auf Twitter gerade geschrieben, da muss ich gerade antworten. Ist wichtig. So. Dafür, dass dein Sohn in Lebensgefahr ist, wirkt er erstaunlich ruhig. Ja. Was stimmt hier nicht? Nein. Ich muss aufpassen. Ja. Wäre besser. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass momentan so eine eher eine ruhige Phase ist. Dann kann man so ein bisschen die Welt wieder ein bisschen genießen, finde ich. Der Wolf, er will mich fressen. Das werde ich verhindern. Mal wetten, dass der nicht böse ist. Weil auch der Typ, auch der Junge war nicht wirklich... Wow, was für Kombos waren das gerade, ey. Na, bestimmt irgendwie ein Haustier, was böse ist oder so. Oder gefoltert wurde. Oder ausgehungert. Ich glaube sowas bestimmt, ey. Nein, du solltest ihn nicht töten, sondern eher dich. Vater wird dich auspeitschen. Träger dürfen nicht gewinnen. Was soll das? Warst du überhaupt nicht in Gefahr? Du wagst es zu reden? Guck mich nicht so an. Es ist nur ein Spiel. Ein Spiel? Sei endlich still, wenn Vater das hört. Alter. Alper! Den Wolf habe ich getötet. Die Gefahr ist jemand anders. Dieses Treiben muss aufhören, bevor es nochmal geschieht. Ich glaub's nicht, ey. Alter, das sind ja das sind keine Menschen mehr. Zur Belustigung. Wenn die einfach abgeschlachtet, ey. Selbst kleine Kinder machen damit, ich glaub's nicht. Naja, du willst mir bestimmt was sagen, ne? Komm rüber! Erst schlachtest du unser Haustier ab? Vor den Augen meines Sohnes? Und dann wagst du's hier wie ein Gockel herumzustolzieren? Der Wolf war abgerichtet.
und gehorsamer als du, dreckiger Sklave. Du solltest unserer Unterhaltung dienen. Mhm. Und wir sind alles andere als amüsiert, wie du siehst. Ich auch nicht. Für den Spaß wirst du bezahlen. Da, ich sag's doch, er redet. Schon wieder. Bestraf ihn, Vater. Warte, wer bist du, Träger? Sprich, du bist nicht der vom Markt? Nun, dein Ungehorsam wird nicht von ungefähr kommen. Los, bring sofort deinen erbärmlichen Besitzer hierher. Mann! Was antworten wir jetzt? Madame oder wir selber? Was meinst du? Aber ich glaube, da kommen dann irgendwie Ritter oder so, denke ich mal. Aber ja, machen wir einfach trotzdem. Der erbärmliche Besitzer bin ich. Ich bin mein eigener Herr. Ich gehöre niemandem. Und ich gehorche niemandem. Lügner! Ich sehe doch das Brandmal. Wertloser Sklave! Halt den Mund und hört zu. Ihr habt Menschen getötet. Diese Träger fühlten Angst und Schmerz, genau wie ihr. Und wenn ihr nicht so enden wollt wie eure Opfer, dann tut ihr nie wieder so etwas Grausames. Habt ihr das verstanden? Vater, ich hab Angst. Du wagst es, uns zu drohen? Du wagst es? Wir kaufen einen neuen Wolf, einen größeren, stärkeren. Natürlich, mein Sohn. Ich lass uns im Dorf einen neuen holen. Und der wird diesen dreckigen Träger in Stücke reißen, bis er verblutet. Was für ein Arsch. Unverbesserlich. Aber ich kann die Träger nicht da liegen lassen. Sie verdienen ein Begräbnis. Das ist das Mindeste. Kann ich nicht. Wie viele Träger mussten für das Spiel dieses Verrückten sterben? Zu viele. Vor allem ein Mann und eine Frau, ey. In noch relativ jung alt. Adligen Spieler. Du musst Clive sein. Woher kennst du meinen Namen? Madame. Ich arbeite für sie. Wie du. Naja. Das Begraben der Toten wird nie leichter. Bist du dafür hierher gekommen? Ich soll gefallene Träger vor den Krähen bewahren. Hilfst du mir, wo du schon hier bist? Gern. Bestatten wir sie. Hört sich auch lecker an. Was du da sagst. Ja, glaube ich, griechischer Joghurt benutzen viele für sowas. Vor allem schmeckt auch griechischer Joghurt ziemlich gut. Mag ich auch sehr. Mögen sie endlich Frieden finden. Den Wolf des Adligen hast du erschlagen? Mhm. Hab ich. Aber ich fürchte, er kauft schon bald einen neuen. Und dann sterben noch mehr Träger. Wie können sie uns nur ohne Reue in den Tod schicken? Du weißt, für sie seid ihr nur Dinge. Werkzeuge, die man benutzt. Oder Spielzeuge. Und wenn einer stirbt, kauft man einen neuen. Doch. Na, ich mag Experimente auch gerne. In der Küche. Ich koche auch gerne. Vater?
Hast du das getan? Ich nein. Wölfe töten. Es ist Instinkt. Wenn du einen ins Haus holst, reißt er dir irgendwann die Kehle raus. So, die sind tot. Selbst in Ketten haben sie Zähne. Was werden die Leute wohl tun, wenn sie endlich zurückbeißen? 2 mordende Unmenschen weniger. Kein Verlust also. Danke. Haben die beiden verdient. Das brauchst du nicht. Nimm schon. Als Anzahlung für unser nächstes Treffen. Bis dann. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass die Grafik toll aussieht? Wobei ich sagen muss, nur bestimmte Charaktere zeigen richtig schön Emotionen, finde ich. So wie Clive und Sid und so weiter. Aber so die anderen, die NPC-Charaktere so, wirken so manchmal so ein bisschen statisch, finde ich. Lediglich die Bewegungen zeigen so an, was sie ungefähr an Emotionen gerade zeigen sollen. Also darstellen sollen. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber ansonsten ultra gute Grafik. Hast du meine kleine Chloe gesehen? Ich habe sie aus ihrem Käfig gelassen, damit sie ein bisschen rumrennen kann. Aber sie kommt einfach nicht zurück. Ob sie sich verlaufen hat? Kannst du bitte nach ihr suchen? Ich kann dir leider nichts versprechen, aber ich halte gern Ausschau nach deinem Hund. Wie sieht er denn aus? Chloe ist doch kein Hund. Sie hat wunderschönes weißes Haar. Wenn ich traurig bin, tröstet sie mich. Und sie kann ganz viele Kunststücke. Sie läuft gerne durch die Weizenfelder. Ich soll sie eigentlich nicht raus. Okay, Leute. Ich habe eine Vorahnung, die gefällt mir nicht. Wir haben gerade Adlige gesehen, die Träger in den Tod stürzen, durch den Wolf zerfleischt werden. Jetzt haben wir ein kleines Mädchen. Ich weiß nicht, also es ist ein Spiel. Aber so langsam wird es ein bisschen unangenehm. Jetzt ist sie immer zurückgekommen. Bestimmt hat sie Hunger. Sie hat seit gestern nichts gegessen. Es ist doch meine Aufgabe, sie zu füttern. Wenn das so ist, dann mache ich mich... Wenn das ein Monster ist, alles gut. Aber das wird kein Monster sein. Felder sind sehr weitläufig. Aber vielleicht hat ja jemand Chloe gesehen. Sind das deine Felder? Vielleicht kannst du mir helfen. Du bist wohl nicht von hier, was? Anders lässt sich deine Unverschämtheit nicht erklären. Warum sollte ich einem Träger helfen? Weil es nicht für mich, sondern für das kleine Mädchen aus dem Dorf ist. Ich soll für sie nach Chloe suchen. Ach, du meinst sicher Lisette. Die und ihre widerliche Flohschleuder. Oh Mann. Ich habe sie zuletzt an der Windmühle rumschnüffeln sehen. Mittlerweile sollte das Mädchen wirklich alt genug sein, um zu wissen, dass sie sie nicht von der Kette lassen darf. Ich mach keine Panik. Ja, verschwinde. Ich will hier keine fremden Träger. Aber jetzt zeigen sie... jetzt schon so langsam die Richtung von Rassismus, die man nicht sehen möchte. Chloe? Also, weiß bist du jedenfalls nicht. Dann bist du wohl nicht Chloe. Ist das? Nicht was das. Da liegt doch jemand auf dem Boden. Ich gehe mal etwas näher ran.
da bist du ja. Ich hab meine Fresse, ich glaub's nicht, ey. Was? Steh auf, du hast jetzt genug geschlafen. Wir müssen nach Hause. Chloe? Bist du etwa schon ein Stein geworden? Ich hab dich doch nur ganz wenig Kunststücke machen lassen. Dabei hatte ich dich am liebsten. Die anderen Chloes hatten nicht so schönes Haar. Bestimmt dauert es ewig, bis Papa mir eine neue gibt. Ich krieg sie ja erst, wenn sie zu müde zum Arbeiten sind. Sie war also nicht mehr als ein Spielzeug für dich? Bist du gar nicht traurig, dass sie tot ist? Sie ist nicht tot, sie ist ein Stein. Der Fluch hat sie zu Stein gemacht. So ist sie gestorben. Und egal, wie vielen anderen du ihren Namen gibst, das bringt sie nicht wieder zurück. Nein, sag doch nicht sowas. Es ist aber die Wahrheit. Hätte sie nicht dieses Brandmal gehabt, wäre sie ein ganz normaler Mensch gewesen. Jemandes Tochter. So wie du. Aber Papa sagt immer, dass Träger keine Familien haben. Sie hatten mal eine. Eltern, die sie weggegeben haben. Geschwister, die sie nie wiedersehen werden. Als ihr Chloe bei euch aufgenommen habt, wurdet ihr ihre Familie. Vergiss das nie. Und vergiss Chloe nie. Ich... Gut, dann ist wenigstens noch keine Hoffnung verloren.